Vaughn Arnold und herzlich willkommen zu Singen ohne Angst, wo Wissen Mut macht. Heute beantworte ich folgende Singen ohne Angst Zuschauerfrage. Hallo, ich habe seit Anfang 2012 Gesangsunterricht in der Musikschule. Super. Ich bin ein Sopranistin und finde das Video mit deiner Kopfstimme hoch hinaus super. Ich habe es gleich ausprobiert und wie soll ich sagen, ich habe sofort den Unterschied gespürt. Ich interessiere mich sehr für das Vibrato, finde es wunderschön und würde gerne wissen, was man für ein gutes Vibrato tun kann und wie ich es üben kann. Die Videos von dir sind super und deine Stimme hätte ich auch gern. Thank you. Das ist eine gute Frage und die beantworte ich jetzt. So nicht. Meine Antwort ist auch gleich deine Übung. Die Vibrato, ob man das hört oder nicht, hängt davon ab, wie entspannt alles innen drin ist. Jeder Ton hat Schwingungen und die werden produziert von deinen Stimmbändern. Diese Schwingungen werden gehört, wenn alles frei ist und mitschwingen kann, wenn der Körper den Resonanzraum mitschwingen kann. Das heißt, dass je nachdem wie stramm oder wie locker hinten innen drin an den weichen Gewebe ist, hängt es davon ab, wie deine Vibrato klingt. Das kann man auch ändern. Bis zu einem besonderen Punkt, weil wie gesagt, jeder ist anatomisch anders und eine kleinere Stimmbänder zum Beispiel werden schnellere Wellen produzieren oder quasi eine schnellere Vibrato produzieren. Größere Stimmbänder werden eine langsamere Welle produzieren, dementsprechend auch langsamere Schwingungen und ein langsamerer Vibrato. Also, dann möchte ich, dass du einfach im Spiegel guckst, in deinen Mund, und probierst auch, wenn die Zöpfchen ganz eng ist oben. Und hier alles ist ein bisschen fest vom Atem her. Dann sind gar keine Schwingungen und du hörst auch keine Vibrato. Wenn ich da ein bisschen loslasse, ich demonstriere. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Mein Brustkorb ist ein bisschen entspannter gewesen und auf einmal habe ich meine eigene Atem gehört. Höre ich keine Atem? Höre ich ein bisschen mehr Atem. Und da ist auch alles entspannt, auch im Körper und so. Und die Schwingungen können auch von deinem Resonanzkörper übernommen werden, was dementsprechend wir hier draußen hören. Probier es auch im Spiegel, wie stramm ist mein Zöpfchen. Ich mag diese Vibrato ganz gut und so stramm muss das sein oder so locker muss das sein. Dann kannst du die verschiedenen Strammheitsstufen quasi ausprobieren, bis du deine richtige Vibrato für dich gefunden hast. Viel Spaß damit. Happy Übing im Spiegel. 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 Wenn du auch noch Fragen hast, dann frag mich einfach. E-mail mich an fragen@singenohneangst.de. Online-Gesangsunterricht kann nie und niemals echte 1:1 Gesangsunterricht ersetzen. Aber ich weiß auch, wie teuer Gesangsunterricht sein kann. Als ich klein war, könnte ich gar keinen Unterricht leisten. Aber viele oder ein paar Menschen haben an mich geglaubt und mir geholfen. Und deswegen möchte ich dir helfen. Ich habe ein kleines Shop auf www.singenohneangst.de. Es heißt die Happy Übungen Shop. Und da kannst du für ganz, ganz, ganz wenig Geld mehr Übungen wie die Übungen hier downloaden als MP3. Also schau vorbei, vielleicht ist das ein Alternativ für dich. Nun kannst du mich abonnieren und ganz schnell zu Facebook gehen. Wir haben eine Facebook-Seite, Singen ohne Angst TV mit Vaughn Arnold. Und da kannst du mich liken. Ja! Ich glaube, unsere Träume sind dazu da, um uns zu zeigen, welchen Lebensweg wir nehmen sollten. Also egal, ob du Profi-Absichten hast oder nicht,
Wenn du einen Traum von Singen in dir spürst, dann tue es. Denk daran, dass niemand auf der Welt hat genau die exakt selbe Stimme wie du. Deine Stimme ist so einzigartig wie deine Fingerabdruck. Und das ist wirklich wissenschaftlich erwiesen. Und diese Einzigartigkeit muss gehört werden. Also singe einfach mit Mut und ohne Angst. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Happy Übing! By the river, so sweet.